Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays wieder Moris. Ich weiß nicht, ob das jetzt vernünftig klappen wird, weil mein PC gerade meint, er müsse mich total abfacken. Leider gibt es auch nicht die Lösung mehr auf der einen Seite. Das tut mir wirklich leid. Aber ihr werdet das hier wahrscheinlich eher sehen, wenn das alles beendet ist. Tut mir leid. Ich komme einfach nicht früher dazu. Naja, gucken wir mal, was jetzt für eine Frage kommt. Auf jeden Fall soll heute das Thema, also am Mittwoch, das Thema, blub, 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 lass mich überlegen. Das Thema Vampire sein. Und leider kann ich nicht nebenbei nachgucken, also pff, scheiß mal drauf. Ja, schön, dass hier erstmal irgendeine Seite aufkommt. Welche der folgenden Eigenschaften besitzt Graf Dracula im Roman von Bram Stoker nicht? Er löst sich bei Sonnenlicht auf. Das weiß ich, denn die Frage hatte ich schon mal. Und da hatte ich auch noch die Antworten zu. Jetzt gibt's sie leider nicht mehr. Morgen ist auf jeden Fall, also am Donnerstag, ist dann Werwolf. Danke, deine Antwort wurde gespeichert. Bitteschön, komm morgen wieder. Ja, das werde ich tun. Ja. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt gerade hier so... Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was gerade mit meinem PC los ist. Also... Ja. Ist ein bisschen beschissen gerade, aber gut. Kann man nichts dran ändern, ne? Und das mit den Lösungen, das ist eben halt auch ein bisschen doof gelaufen, aber was soll man machen, wenn die Leute, wenn Sweda Morris meint, nein, ihr dürft das nicht, ja von mir aus, wobei es ist nur ein Spiel, es ist nicht mal ein kostenpflichtiges Spiel. Ich meine, wenn man da nicht mal mehr schießen darf. Ich meine, es sind nur bloß irgendwelche blöden Antworten, die sowieso nicht viel bringen, weil die Punkte bringen euch so am Ende meistens sowieso nicht wirklich was. Weil es wird sowieso einen Job geben, das wissen wir ja schon, also pff, wozu sich darum scheren? Also, naja, wir waren... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier noch machen soll, weil ich irgendwie gerade so... total demotiviert bin, weil mein PC meint, der müsste rumspacken. Aber ich mache das hier jetzt mal. Hoffen wir mal, das geht recht schnell. Beziehungsweise er lädt vernünftig. Wir waren, glaube ich, dabei, Kim gerade zu helfen wegen dem blöden Schlagzeug. Und da ist ja unsere liebe, 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 liebe Amber wieder. Soll ich sie wirklich vorlesen? Wollen wir sie nicht einfach ignorieren? Was macht ihr da? Dir ins Gesicht schlagen, siehst du doch. Wir räumen um. Könntest du vielleicht aus dem Weg gehen, bitte? Sieht ziemlich schwer aus. Genau, deshalb wäre es gut, wenn du aus dem Weg gehen würdest. Logik! Also, diese Logik hat dich jetzt getroffen, geh weg. Ja, ich habe noch was anderes zu tun. Geh dein Näschen pudern oder was auch immer. Schon gut, dann kein Grund, sich so aufzuregen. Gut gemacht, Kim. Ach, Kim ist echt die Beste. Sie weiß wenigstens, wie man mit Emma umzugehen hat. Ich bin auch ein bisschen verschnupft gerade. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich bin ich es nicht. Ich glaube, Helen in the Cell hat mich mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte. Toll. Es war toll. Es war toll. Und furchtbar zugleich. Und unheimlich. Ganz ehrlich, dieses Mani-Welt kann echt nichts mehr toppen. Cool. No shit, Sherlock. Boah. Oh, ich glaube, ich breche die Aufnahme ab. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin eigentlich nicht erkältet. Ah, stimmt, du hast die Bühne ja noch gar nicht gesehen. Das haut einen echt um. Komm, wir stellen das Schlagzeug gleich da oben ab. Okay. Das haut einen nicht um. Das heißt, wird so. Ich sag ja, mein PC kackt gerade irgendwie ab. Wir haben das Schlagzeug zusammengebaut. Das war echt lustig mit Kim. Yay, du, was macht Spaß und Laune, ein Schlagzeug aufbauen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Super, jetzt sieht das Ganze noch besser aus, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das Beste wäre, wir hätten auch noch einen Backstage-Bereich, wo sich die Jungs ausruhen können, oder? Ja, aber wie sollen wir das hinbekommen? Gute Frage, nächste Frage. Weiß ich auch nicht. Ich gehe mal wieder, mir tun die Arme vom Schleppen weh. Bis später.
Bis später. War ja eine tolle Hilfe, toller Tipp. Wir brauchen einen Bereich, wo die Jungs sich ausruhen können. Ja, aber wo? Ja, keine Ahnung. Tschüss. Toll, danke, Vibe. Sie hat recht. So was wäre nicht schlecht. Rosalia wollte ja auch bei den Vorbereitungen helfen. Vielleicht. Da fehlten eh Leute. Könnten wir mithilfe von zwei großen Vorhängen zwischen Bühne und Wand so eine Art Backstage-Bereich schaffen? Ich werde sie mal fragen. Ja, fragen wir sie mal. Ist ja nicht so, als würde ich gerne mal die Episode endlich durchbekommen wollen. Ne? Na, wo ist denn die kleine Rosi? Rosi, ich nenne sie jetzt Rosi. Hi Nina! Oh Moment, ich hab. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich. Ihr kennt sie ja doch gar nicht. Hallo. Entschuldige, bin ich hier richtig in der Svidamores-Schule? Ja, das ist hier. Super. Ich dachte schon, ich hätte mich geirrt. Ich habe gesehen, dass hier ein Konzert stattfinden soll. Und ich wollte fragen, ob ich helfen kann. Das ist nett, aber warum möchtest du helfen? Und oh mein Gott, das ist voll süß und das Kleid ist voll schön und hat sowas von dem Stil, den Lesender gefallen würde. Oder Lee. Mädchen? I know it! I knew it! Okay, ich wusste es natürlich. Ich meine, ich habe das ja gespielt. Wegen Lisander. Wenn er bei dem Konzert singt, muss alles perfekt sein. Lisander? Du kennst die Lisander? Moment, warte, was? Entschuldigung, aber Lisander gehört ja wohl mir, ja? Oder einen von den anderen Fans, die er hat. Ich meine, mir gehört ja nur Castiel. Ihr könnt gerne alle Lisander haben. Ich nehme Castiel. Hier, Nina, du kannst Lisander haben. Nein, Moment. Der gehört den Fans. So, die haben ihn zuerst gesehen. Okay, wahrscheinlich nicht. Ja, er hat in einer Band gesungen, die ich gut fand. Und ich bin ein Fan von ihm. Er ist wirklich klasse und sehr nett. Und sein Vorname ähnelt meinem. Ach, wirklich? Wie heißt du denn? Gute Frage. Ich heiße Lysandra. Lysandra. Klar. Klingt logisch. Die Vorsitzende des Lysander-Fanclubs. Ist das ein Witz? Ich bin Melanie Sommer. Lysander hat einen Fanclub? Ja, wir haben sogar extra für ihn ein T-Shirt entworfen. Ich war dafür zuständig. Möchtest du eins? Ist das positiv, wenn ich eins kaufe? Ich meine, es kostet sogar Geld. Aber ich meine, es ist ein T-Shirt. Wow, das macht echt Plus. Okay. Na komm, her mit dem Scheißteil. Wow, ich glaube, wir sind jetzt nackt unten rum. Si, si, Senor! Oh mein Gott! So laufe ich gerne rum. Seriously, what the fuck? Naja, okay. Hier, bitteschön. Und schon bist du ein Mitglied des Fanclubs. Super! Wie viele Mitglieder gibt es denn? Ich meine, du, ich, gibt's noch mehr? Jetzt sind wir schon zwei. Du warst bis jetzt die Einzige? Naja, so niedlich wie sie aussieht, ich glaube, alle haben Angst vor ihr. Die ist bestimmt total unheimlich und so. Lysander ist noch nicht besonders bekannt, deshalb. Aber es ändert sich mit dem Konzert. Ach so, deswegen sind wir noch zu zweit. Was? Also wirklich. Ah, okay. Hast du gesehen? Ich habe auch sein Tattoo auf das T-Shirt drucken lassen. Es ist echt schön. Ich frage mich, wann sie das Tattoo gesehen hat. Stalker! Warte mal, er hat dir sein Tattoo gezeigt? Aber nein. Und woher weiß sie dann, wie es aussieht? Rosalia? Nein. Also dann, es war nett, dich kennenzulernen, Lysandra.
Nina, was machst du denn hier? Oh, Lysander! Hi! Lysander! Oh mein Gott! Fangirl! Fangirl Attack! Okay, wer würde so bei Cassie reagieren? Ich! Oder bei dem Amboss? Hust, hust. Oder natürlich bei meinem Schatzi. Hust. Sie ist ihm um den Hals gefallen. Warte, Nina. Lass das bitte. Nicht vor... Nicht hier. Nicht vor wem? Vor uns? Oh, Lisette! Oh, Lisette, Markus, Lisette! Übrigens, das hängt aber mit den Lovemeters zusammen. Sie. Das hängt mit dem Lovometer zusammen. Denn wenn ihr nicht so hohen Lovometer habt, dann passiert, dann lässt ich Lysander, meine ich, sogar umarmen. Also da macht ihm das, meine ich, nichts aus. Er hat sie höflich von sich geschoben. Nina? Hast du nicht gesagt, du heißt Lysander? Und warum guckst du uns so an? Ich habe nichts getan. Geh weg. Das war ein kleiner Scherz. Ah. Verstehe. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du hier machst, Nina. Ich wollte bei den Vorbereitungen für dein Konzert helfen. Darf ich? Klimper, 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 klimper. Ich bin so ein unschuldiges, süßes Mädchen und überhaupt keine Stalkerin oder so. Bitte. Danke, das ist nett. Aber mir wäre es lieber, du würdest in deine Schule zurückgehen. In deinem Alter sind die Lehrer noch strenger und ich will nicht, dass du Probleme bekommst. Wie alt ist die Olle? In ihrem Alter? Sie ist also jünger als wir. Okay, aber zum Konzert komme ich. Ich hoffe es. Es tut mir leid, aber ich sollte jetzt lieber Cassie suchen. Ich habe das Gefühl, er weicht mir aus. Wieso sollte er dir ausweichen? Ich meine... Komisch. Cassie benimmt sich irgendwie eigenartig in letzter Zeit, oder? Er ist auch nicht mehr so frech. Und er lächelt so wenig. Also noch weniger als sonst. Oh, ich bin sicher, er beruhigt sich wieder. Er war nur wütend, dass du Natalia für die Band vorgeschlagen hast. Ich weiß, ich mache mir auch nicht allzu große Sorgen. Bis später, Melanie. Es war schön, dich wiederzusehen, Nina. Tschüss! Komisch, irgendwie fühle ich mich plötzlich so unwohl. Ich fühle mich so beobachtet, als ob eine dunkle Energie auf mich zukommen würde. Als ob irgendwas Gefährliches von hinten auf mich lauert. Oh mein Gott, was? Nina, da ist eine lila Aura um dich herum. Ist das ein Totenkopf auf deiner Hose? Und warum guckst hi? Wer bist du? Was ist denn mit dir los? Lysander wollte nicht, dass ich ihn umarme. Das hat er noch nie gesagt. Ach ja, ich weiß auch nicht warum. Ich meine, ich habe einen Freund. Ich meine, ich gehöre nur Cassie. Ich meine, du bist aus meinem Fanclub ausgeschlossen. Wenn du Lysander noch einmal zu nahe kommst, wirst du dafür bezahlen. Sie macht mir Angst. Er gehört mir. Ich hoffe, das geht in deinen Kopf. Sie hat sich wirklich völlig verändert. Seltsames kleines Mädchen. Shut up! Boah, Rosa, ich habe dich überall gesucht, denn ich bin gerade in so eine komische kleine Tussi gelaufen, die total eifersüchtig ist, weil Lysander sich nicht von ihr umarmen lassen wollte. Also, ganz ehrlich, was ist das für ein Tag heute? Ist irgendwie verarscht Melanie-Tag oder so? Und könnte ich bitte endlich mal was Vernünftiges anzusehen bekommen? Ich meine, hallo? So würde ich echt nicht in der Schule rumlaufen. So, T-Shirt unter dem BH, unter der Unterhose. Ja, so laufe ich auch jeden Tag rum. Mein Mikro ist eigentlich an, oder? Ja, gut. Hallo Rosa, ich hab dich gesucht. Meinst du und Lee, ihr könntet uns vielleicht zwei lange Vorhänge besorgen, die wir während des Konzerts als Abdrängung für den Backstage-Bereich verwenden könnten? Oh, du meinst, um sie hinter die Bühne zu hängen?
Ja, das wäre doch bestimmt super, oder? Ich meine, wir wollen ja nicht, dass die Jungs sich live umziehen oder so. Okay, sie sehen sich wahrscheinlich in der Umkleide um, aber ich meine, vielleicht kippen sie auch mal Wasser über sich oder sowas. Wobei, das macht man ja gerne mal auf der Bühne. Ich bin nicht am Schwärmen oder so, nein. Ich bin ganz unschuldig. Ja, tolle Idee. Außerdem hat Lee von der letzten Lieferung noch Stoffe über. Er wusste nicht, was er damit machen sollte. Wirklich? Meinst du, er könnte sich darum kümmern? Ja klar, gib uns 3 Tage und du hast deine Vorhänge. Okay, vielen Dank. Wir bräuchten allerdings noch eine Gardinenstange, um den Vorhang aufzuhängen. Könntest du nachsehen, ob es eine im Geschenkshop gibt? Okay. Oh, nichts zu danken. Das ist doch selbstverständlich. Die Jungs müssen sich schließlich auch vor dem Konzert umziehen. Oh Mist, ich habe vergessen, mit ihnen darüber zu sprechen. Keine Sorge, wir überraschen sie mit den Outfits. Okay. Wieso will Rosa... Rosa, was hast du vor? Ich vertraue Rosa irgendwie noch nicht wirklich. Die hat doch irgendwas im Petto. Die hat doch irgendwas mit den Outfits geplant, oder nicht? Rosa, verschweigst du uns etwas? Was hast du geplant? Erzähl es mir, erzähl es mir, erzähl es mir! Erzähl es mir! Entschuldigung. Rosa, ich hab die Stange. Wer war das Mädchen, mit dem du eben geredet hast? Sie sah aus wie eine Puppe. Ein Fan von dem Sender. Ich glaube, sie zieht sich so an, um ihm zu gefallen. Es steht dir jedenfalls gut. Ja, aber mir bestellen das besser. Okay, nein. Ist Nina gegangen? Ja, ich glaube schon. Kennst du sie schon lange? Nein, nicht besonders. Sie war auf einem Konzert von mir und seitdem ist sie oft da, wenn ich nach Hause komme. Stalker! Sag ich doch. Also ganz ehrlich, wenn Silvana nicht mit unserer Sekretärin zusammenkommt, kommt er bestimmt mit Nina zusammen. Die ist so eine Stalkerin, aber irgendwie voll niedlich. Ganz ehrlich. Ey, ist doch mal wirklich so. Kann ich auch nichts für, wenn ich das so sehe. Ah! Ich bleib hängen. Sie verfolgt ihn bis nach Hause? Aber stört dich das nicht? Nein, sie ist eigentlich ganz nett. Und ich bin sicher, dass ihr geht wieder vorbei. Wenn du das sagst... Ich bin mir da nicht so sicher. Naja. Ich bin auf die Bühne gestiegen, um die Stange anzubringen. Jetzt muss Rosalia nur noch die Vorhänge aufhängen, sobald sie fertig sind. Wuhu! Das geht voran! Das geht voran! Entschuldigung. Ach, du bist auch da? Ich habe gerade die Maße für die Vorhänge genommen. Wenn man vom Teufel spricht, dann hat Lee also zugestimmt? Ich war mir sicher, dass er einverstanden sein würde. Ich muss jetzt aber wirklich nach Hause. Okay, bis morgen! Dann gehe ich auch mal nach Hause. Du, 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 du. Oh. Hi, Kestiel. Ich spiele nicht mit meinen Haaren. Nein. Hi, Kestiel. Gott, jetzt will ich meine Fanfiction von ihm weiterschreiben. Ich meine meine Fanfiction mit, Sweeter Moritz. Wer die lesen will, kann mir gerne in die Kommentare schreiben, dass er die lesen will. Ich kann sie dann ja mal verlinken. Wenn sie irgendwann mal fertig wird. Ich habe keine Ahnung, was ich in den Prolog reinschreiben soll. Oder ob ich direkt durchstarte mit dem ersten Kapitel. Ich weiß es nicht. Ich hatte mal was geplant, aber irgendwie denke ich mir jetzt so, irgendwie klappt das nicht so ganz. Naja, und hast du die Sache verdaut? Welche Sache? Dass Nathaniel in der Band ist? Nein. Ich geb's auf mit ihm. Ich geb's auf. Soll er doch machen, was er will. Egal.
Du bist echt ein hoffnungsloser Fall. Ich hab dich eben mit so einer Blondine reden sehen. Wer war das denn? Ja, das war ein Mitglied von Lisandras Fangirl. Und außerdem bin ich auch blond. Hallo? Schön sieht eigentlich nicht, dass ich hier halbnackt rumlaufe? Anscheinend nicht. Ach, Nina? Von der hat er erzählt. Und? Weißt du, was er von ihr hält? Vielleicht hast du ja nach dem Konzert auch einen Fanclub. Das will ich nicht! Ich meine, 3 wäre die richtige Antwort, weil er dann so wieder so frech wird. Oh mein Gott, dieses Bild. I love Cassie. I love Cassie. I love Cassie. Entschuldigung. Ja, das richtige dritte. Ich hoffe, du hast nach dem Konzert nicht auch einen Fanclub. Ist da etwa jemand eifersüchtig? Nein. Das wird mich einfach nicht einfach stören. Das ist alles. Als ob ich eifersüchtig wäre wegen dir. Ich doch nicht. Entschuldigung. Du und deine roten Haare und deine komischen grauen Augen, in die man einfach nur reingucken möchte. Ach, Cassie, ich liebe dich. Und dieses Grinsen. Ich meine, wer grinst heutzutage schon so? Ich meine, so frech und dachte, verspielt das nicht. Hi. Wusstest du, dass dein Totenkopf nur eine Rose in deinen Zähnen hat? Ich auch nicht. Was mir so alles auffällt. Jetzt, wo du das sagst, ich finde das echt lustig und ich bin gespannt auf deine Reaktion. Ich hasse dich. So, darf ich jetzt endlich nach Hause? Boah, leck mich, Iris. Oh. Hey, Armin, Alexi. Ich habe euch vermisst. Gehst du nach Hause, Melanie? Ja, ihr etwa nicht? Nein, wir haben gerade meine Audioanlage hergebracht, weil die anderen die fürs Konzert brauchen. Wir gehen aber auch gleich nach Hause. Oh, verstehe. Bis morgen. Bis morgen. Peace. In nicht mal 4 Tagen sind wir schon wirklich weit gekommen. Ich kann es kaum noch erwarten, bis im Keller alles für die Probe bereit ist. Am nächsten Tag hörte man vom Ende des Flurs her Musik. Ich gehe gleich einmal nachsehen. Aber erst im nächsten Boot. Also bis dann. Bye. Fragt mich nicht, was das sollte. Ich weiß es auch nicht. Okay. Bevor ich das hier beende, muss ich eine Sache erledigen. Eine klitzekleine Kleinigkeit. Genau das. Ich glaube, jetzt geht's mir besser. Nee, Moment. Ich brauche noch einen Rock. Ich bin immer noch halbnackt. Oh, der passt gut. Hallo. Ja, so passt das gut. Ja, weiter geht's nicht. Moment. Ich kann natürlich auch so... Ne, ich glaube, andersrum sieht es besser aus. Ja, so sieht es besser aus. Okay. Auch wenn es jetzt, glaube ich, über die Strümpfe geht... Unter die Strümpfe geht, das irgendwie doof aussieht. Yep. Ja, da hätte man noch ein bisschen besser... Naja. Ach, Moment. Ich glaube, ich kann das noch... Dass die Strümpfe... Wenn ich die jetzt so... Ja. Haha, ich wusste doch, dass das irgendwie geht. wenn ich die jetzt so schön... Haha. Man muss ein bisschen hier rum experimentieren, aber irgendwann klappt es dann so. Ein bisschen viel hin und her geklickere, aber dann klappt es auch. Das Problem ist, die Jacke passt nicht mehr so richtig, weil das Oberteil ein bisschen so... hervorguckt, aber ansonsten ist es doch schön. Ja, trage ich halt so. Laufe ich halt jetzt erstmal so rum? Sieht doch ganz nett aus. Ich meine, why not? Hauptsache, man sieht nicht mehr meinen BH. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet das nächste Mal wieder rein,
wenn ich mein Mikro haue. Nein, wenn es wieder heißt Let's Plays wieder Moris. Vielleicht beenden wir